Grüß euch. Ich bin schon wieder am Werkeln. Und zwar unsere Basics-Grenz. Schaue ich, dass ich so ziemlich alle ein bisschen auf Advent hinkriege. Und da habe ich jetzt den Kranz mit der Rinde, den was ich geklebt habe. Und wie ihr wisst, bei dem Basic-Video, habt ihr das wahrscheinlich gesehen, habe ich einen mit der Rinde frisch gemacht. Und den habe ich euch auch gezeigt, das ist der von der Plantane. Und der ist schon, ich glaube, sie hat 2 Jahre alt, der Kranz. Wie ihr seht, ist der noch immer einwandfrei. Den habe ich auch mal bei einem anderen Video gehabt. Ist überhaupt kein Problem, kann man verwenden. Und aus dem möchte ich einen Adventkranz machen, ein bisschen was Moderneres. Und aus den anderen, dem was ich ganz neu gemacht habe, möchte ich ein bisschen eine rustikale Variante machen. Okay, los geht's! Wenn ihr vielleicht so eine Kränze schon gemacht habt oder ihr kauft euch an, egal wie jeder sich das lieber gestaltet oder lieber macht, das kann man wirklich ganz auf die Schnelle etwas gestalten. Ich habe jetzt den Kranz, den habe ich selber gemacht, wie gesagt, gibt es auch gekaufte. Dann habe ich einfach die Platzteller, die kennt ihr, das sind ganz die schlichten, einfachen, ich habe den einfach Gold gesprüht. Den gebe ich mir da unterhalb. Jetzt habe ich schon etwas Rustikales und etwas Elegantes. Unterhalb, was überhaupt nicht auffällt. Ich finde, es schaut gut aus und kostet nicht die Welt. Man muss nicht immer weiß ich, was für eine großen Teller schöne haben. Oft kriegt man die Farbe nicht oder die Größe nicht. Dann mache ich das eben so mit den Ansprühen. Und ich möchte ihn diesmal in den schönen Rinden, Braunton mit Gold. Und heuer ist ein großer Trend mit dem Schwarzgold. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen, wenn es mal passt. Und das möchte ich bei denen machen. Also bei der Variante, da braucht sie wirklich nicht viel. Ich kaufe immer so gerne so Kerzenhalter, was so einfach irgendwo zum Einstellen oder zum Eingeben sind. Die kann ich ja wunderbar für Gestecke verwenden. Die kosten nicht viel. Einfach ein bisschen die Augen offen halten. Die gibt es oft. Ich kaufe mir die jetzt ja in alle Formen. Und, oder sonst sprühe ich sie um. Die gebe ich mir einfach auf. Dann gebe ich mir schon meine Kerzen rein. Und da kann man natürlich auch wieder die Farbe wollen. Ich habe eben gesagt, ich will das diesmal Gold und Schwarz machen. Ich habe mir die Kerzen in Schwarz ausgesucht. Und der Ziegelkrott, das ist manchmal auch, das passt, da die hinteren passen sehr gut, aber die vorderen, die sind komplett locker. Also ist das Gefäß da unterhalb ein bisschen unterschiedlich. Was das Praktische ist, ich gebe da ein bisschen einen Heißkleber rein und dann meine Kerzen drauf. Ich muss nur schauen, dass ich sie schön gerade habe, dann halte ich sie ein bisschen und das passt schon wieder. Also das ist kein großer Aufwand, nur schauen, dass sie reinpasst. Und wenn sie ein bisschen zu locker ist, kann man sich mit denen ohne weiteres behelfen. Und das geht aber wieder schön aus, wenn man es wieder verwenden will. Ich finde das eine witzige Kombination mit den Rustikalen, das Gold und auf der anderen Seite das harte Schwarz dazu. Aber ich finde, es hat wirklich ein bisschen seinen Reiz. Und da möchte ich einfach nur, ich habe da so schwarze Engelsflügel witzigerweise entdeckt. Da gibt es normalerweise im Weiß, aber da hat es wirklich schwarze gegeben. Und warum das so einfach ist, ich gebe das einfach da unten auf, wie ihr seht. Wenn es jemand nicht so viel will, sich beschäftigen oder sagt, das ist mir alles zu aufwendig, ich mag das nicht alles so richten, dann mache ich das einfach so. Da gibt es ganz liebe Figuren, es müssen jetzt keine Engelsflügel sein, es gibt Sterne, es gibt alles Mögliche. Oder ich schneide mir so von so einer Federbauer ein bisschen was ab und gebe das einfach da über die Kerzen drüber, so dass ich auf meinen Kranz unten aufleg. Und schon habe ich ganz eine liebe Deko. Ich habe noch eine Kugel dazu, damit das Gold noch ein bisschen mehr von unten nach oben kommt. Und bei der Kugel tue ich einfach so, dass ich die da oder bei meiner Deko direkt bei der Kerzen dazu gebe. Also ist im Prinzip jede einzelne Kerze leicht dekoriert. Ich muss nur da den Faden abschneiden, das stört mich, das mag ich nicht, wenn der da dabei ist. Ich hänge sie ja nicht auf. Die klebe ich mir einfach da dazu. Ich finde, wenn man so auf den ersten Blick hinschaut, schaut aus, als wie man so ein schwarzer Engel mit einem goldenen Kopf da gerade oben liegt. Ja, mit viel Fantasie. So, und was ich noch gefunden habe, ist also
Phalaenopsis-Blüte einfach in Gold. Das gibt es in Silber und in verschiedene Formen. Ich finde einfach wunderschön, muss ich sagen. Und da möchte ich einfach in der Mitte. Jetzt muss ich schauen. Ich glaube, ich nehme mir zwei Blüten. Ich schneide mir die einfach ab. Ich weiß, es ist schade, aber manchmal braucht man für Deko, da liegt auch manchmal ein bisschen was drauf. Aber ich muss nicht die ganze verwenden. Und die gebe ich mir einfach da in der Mitte als wirklich ein Eyecatcher dazu rein. Natürlich, wer mag, kann jetzt noch ein Grünzeug reingeben oder ein Efeu rundherum schlingen, wenn er ein bisschen mehr Grün haben will. Ich finde, von mir aus gesehen ist das wirklich genug. Wie ihr seht, ist das wirklich ganz eine schnelle Deko, wenn ich mir jetzt einen Kranz besorge oder ich habe noch einen oder ich klebe mir einen, ganz egal. Das ist in ein paar Minuten gemacht und ich habe wirklich einen stylischen, einen modernen, ein bisschen ausgefallenen Kranz. So, die moderne Variante habe ich euch gezeigt. Und jetzt möchte ich im Prinzip mit dem gleichen Kranz, natürlich ist er ein bisschen anders, aber im Prinzip ist es ganz das gleiche, eine rustikale Variante machen. Und zwar habe ich da meinen Ringenkranz und ich habe mir einen Teller genommen. Den habe ich schon sehr lange Zeit, muss ich sagen. Und ich finde, das mit den Creme, mit dem Weiß dann passt da gut dazu. Ich mache gar nichts, wenn es ein bisschen gemustert ist, finde ich. Wenn man den drauf gibt, ich finde, es schaut edel aus. Aber das muss wieder jeder selber schauen, was er da unterhalb gerne reingibt. Ich mache das einfach so. Dann habe ich ein bisschen ein Moos oder was ich auch an Füllmaterial habe. Ihr kennt auch gerne die Schneeflocken, was es da gibt, die künstlichen innen reingeben, wenn ihr mehr Weiß haben wollt. Ich will, dass das wirklich rustikal ist. Deswegen gebe ich das Moos rein. Und dann habe ich mir einfach ganz einfache Stuckenkerzen und die habe ich mit einem Jutebandel einfach als ein Bandel drüber gegeben. Und schaut schon wieder ganz anders aus, als wenn ich nur rein die weißen Kerzen habe. Und das ist das Praktische bei der Ringen. Ich kann einfach die Kerzen aufkleben. Ich will mir da mit reinstechen sehr schwer tun, außer ich bohre es vor. Und ich bin aber drauf gekommen, ich kann die Kerzen einfach mit einem Heißkleber wirklich super aufkleben. Das holtert nämlich wunderbar. Ich muss nur schauen, vom Positionieren her, da muss ich ein bisschen mehr aufpassen, weil wenn das klebt, kann ich es dann nicht mehr verändern. Also muss ich mir vorher im Klaren sein, wie würde ich die drauf haben, wie soll die Deko ausschauen. Dauert einen kleinen Moment. Damit es dann wirklich passend ist. Und ich möchte die so in einer Reihe herumgeben. Das habe ich mir vorher schon überlegt. Das Einzige ist, ich muss ein bisschen länger den Kleber halten, weil das Wachs wird ja warm und das erwärmt sich, das wird dann wach und dann bleibe ich einfach mit meinen Händen in der Position, bis ich merke, jetzt ist es fest. Das dauert etwas länger, als wenn ich etwas Normales klebe. So, jetzt habe ich meine vier Kerzen geklebt, so dass sie so fast einen Halbkreis ergeben. Und zwar aus dem Grund, weil ich vorhin aber die Deko machen will. Da habe ich mir eine Federn hergerichtet, dann so eine Hirschquelle, eine Krickerl, sind nur die kleinen, eine Kugel und auch so ein Fell. Das gibt es in größere, ja, was sind denn das, Polster nicht wirklich, so wie Untersetzer, gibt es das zum Kaufen. Ich schneide mir da dann einfach so Stickerl runter, wenn ich das verwenden will. Das kommt mir dann günstiger, weil Bandel gibt es vielleicht, aber hätte ich noch gar nicht gesehen. In der Art. Ich wollte nämlich wirklich das ganz Rustikale, was ein bisschen so fuchsfellmäßig ausschaut. Natürlich nehme ich kein echtes und deswegen mache ich das so. Meine Federn, die gebe ich jetzt da bei meiner Kerzen unterhalb als Schmuck so drauf. Muss ich schauen, dass das passt und dann klebe ich mir die da fest. Mir gefällt das recht gut, weil es eine Verbindung macht. Die Ringen ist hart. Und die Kerzen eigentlich auch vom Material her und das macht ein bisschen eine Verbindung zwischen den zwei Sachen. Das ist etwas Weiches, was sich ein bisschen anschmiegt und das verbindet das Ganze, dass das nicht so hart auf hart ist. Und die können da ruhig ein bisschen ausstehen. Aber das muss wieder immer jeder selber, was ihm gefällt, was er gern hätte. Da kann man natürlich auch einfach ein bisschen Moos oder was dazu picken, wenn es ganz rustikal sein soll und man will keine Federn verwenden. Oder man gibt ein bisschen eine Föhre oder eine Tanne, geht natürlich auch.
gerade so, dass ein bisschen eine Verbindung zwischen den zwei Elementen ist. Ich schneide nur hinten das, was nicht so schön ist, ab. Und so hat das irgendwie so einen federigen Übergang. So, ich mache das jetzt auf die andere Seite, damit ihr das von vorne auch seht. Und da habe ich einfach mein Bandel, das möchte ich verhindern. Also meine Deko geht im Prinzip von da hinten aus, wo die Kerzen sind, geht da meine Deko aus und fließt so über außer. Das ist meine Idee, dass das nicht alles so abgehackt und nur dort ist. Und das klebe ich mir ein bisschen so rein, dass es ein bisschen so fließend ist. Was man dazu auch verwenden kann, Jacken oder Mäntel gibt es oft so einen Pelzkragen. Und ich bin drauf gekommen, dass das viele nicht mögen. Die haben das viele oberschneiden, aber manche gibt es sogar zum Abknöpfeln. Die kann man auch wunderbar für das verwenden. So, dann kommen wir Hirschquer dazu rein. Das ist wirklich ganz ein rustikaler Kranz. Passt super auf Almhütten oder in Jagdstuben. Aber was mir auch sehr gefällt, wenn wirklich eine ganz moderne Wohnung ist, die was sehr minimalistisch ist, passt das da auch wunderbar dazu. Ich habe nämlich eine Freundin, die hat wirklich ganz minimalistisch in Grau, in Beige-Töne. Und da ist mir das aufgefallen, wenn ich sowas bei der einstelle, das hat eine Wirkung, das ist ihr, das glaubt man gar nicht, dass das wirklich dazu passt. Natürlich muss schauen, so wie da die Kugeln, wenn ich es ganz rustikal lasse, ist das fast ein bisschen zu viel. Aber deswegen gebe ich so Kugeln oder so Sachen dazu rein, dann ist wieder ein bisschen eine Verbindung da, oder? Zu was Modernen. Und das passt bei ihrer zum Beispiel wirklich sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, das ist wieder eine Geschmackssache. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber wie ihr sagt, es ist wirklich nicht viel Material, es ist gar nicht viel Aufwand. Es sind günstige Kerzen, was ich mir selber ein bisschen geschmückt habe. Ein bisschen Moos, das Kranzl, wie gesagt, kann man kaufen. Oder eben beim Basic-Video schauen, wie man das Ganze klebt, wer Lust hat, das dann selber machen. Ja. So, da habe ich euch einmal zwei unterschiedliche Varianten von im Prinzip im gleichen Kranz. Was man damit anstellen kann, dass es vielfältige Varianten gibt. Ich muss nur, weil es jetzt ein rustikaler Untergrund ist, nicht unbedingt rustikal machen. Es geht auch sehr modern. Das wollte ich euch ein bisschen sagen damit. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Euch ist es ein bisschen eine Inspiration, eine Anregung. Es muss nicht genauso sein. Einfach überlegen, das soll nur ein kleiner Tipp sein. Das ist auch möglich. Was ihr daraus macht, ist dann für jeden verschieden individuell. Freut mich, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.